ist 15 Uhr und das heißt für Sie Top-Produkte exklusiv für Sie zum Spitzenpreis von nur 15 Euro. Hier kommt die 15-15-Show. Jawohl, endlich ist es wieder soweit. Es ist 15 Uhr und das bedeutet, es ist natürlich wieder Zeit für unsere 15-15-Show. Und heute hat uns wieder der liebe Carsten hervorragende Produkte rausgesucht. Und die sind alle sehr stark reduziert auf eben nur 15 Euro. Wenn ihr was gefällt, bitte direkt bestellen. Und natürlich ist die Nachfrage auch immer sehr groß. Deshalb kann ich ihr wirklich nur sagen, wenn ihr was gefällt, sofort anrufen. Aber wir starten schon direkt. Es schlägt wieder 15. Als ich vor der Sendung zu Diana sagte, du musst gleich eine Waschmaschine reintragen, hat sie mich ein bisschen krumm angeguckt. Aber ist eigentlich halb so wild, oder? Ja. Ja, denn was ich dir nicht gesagt habe, wir reden von einer tragbaren Ultraschall-Mini-Waschmaschine. Super Mini. Ja, also nicht so ein 40-Kilo-Teil, sondern wirklich eine Waschmaschine, die man so gar nicht unbedingt in allererster Linie als Waschmaschine gesehen hätte. Denn das ist die Waschmaschine, von der wir sprechen. Wir zeigen sie mal in Aktion. Und man sagt so im Allgemeinen, dass man ungefähr 90% der Energieleistung einer klassischen Waschmaschine damit sparen könnte. Alles, was Sie brauchen, ist ein Stromanschluss. Übrigens verschwindend gering von der Wattleistung her, kann man vernachlässigen. Und dann legen Sie einfach, oder nehmen Sie einen Bottich, einen Eimer, wie in unserem Fall ein Aquarium, einen Topf, irgendwas, was Sie gerade eben zur Hand haben, füllen da Wasser rein und legen Ihre Schmutzwäsche ganz einfach dazu. Vielleicht ein bisschen Reiniger oder was, also ein Waschmittel Ihrer Wahl einfach dazu. Und dann eben diese Mini-Ultraschall-Waschmaschine mit rein. Der Ultraschall sorgt dafür, dass hier quasi Verschmutzungen gelöst werden. Wir kennen das alle, glaube ich, aus dem Schmuckbereich. So ein Ultraschallbad beim Juwelier oder was, wenn du deine Ringe, deine Ketten und so weiter mal richtig ausreinigen möchtest. Brillen. Bei Brillen wird das auch gerne gemacht. Ja? Das ist im Prinzip nichts anderes, nur dass es jetzt hier ein bisschen größer daherkommt. Ein bisschen größer. Was soll man sagen, so eine Handfläche groß ungefähr. Wiegt nicht wirklich viel und ist meines Erachtens ideal, um vielleicht zu Hause mal eben schnell ein T-Shirt oder mal ein Hemd oder was du am nächsten Tag brauchst. Dafür setzt du keine ganze Maschine auf, ja. Aber mal eben kurz mal durchwaschen. Oder im Urlaub natürlich, im Campingurlaub oder im Hotelzimmer. Lieblings-T-Shirt, Lieblingshemd direkt am ersten Tag mit Senf oder Ketchup versaut. Bombs, ja, dann nehmen Sie vielleicht ganz einfach mal so ein bisschen Spüli oder was Sie gerade eben zur Hand haben. Duschgel tut es vielleicht auch schon ins Wasser mit dazu. Und dann legen Sie hier die kleine Mini-Waschmaschine einfach mal mit rein und geben der ein paar Minuten Zeit. Das Schöne ist, dass natürlich so eine Mini-Waschmaschine mit Ultraschall auch wesentlich schonender zum Material ist. Sie kennen das, wenn Sie klassische Kleidungsstücke, sagen wir, nehmen wir mal Baumwollstücke in der Waschmaschine waschen, dann reibt natürlich dieses Material immer auch ganz gerne an der Trommel und im Laufe der Zeit, das ist der Grund, warum Kleidungsstücke natürlich auch immer mal irgendwann kaputt gehen, ist natürlich dann auch der Materialabrieb drin. Das kann hiermit nicht passieren, quasi sprengt der Ultraschall die Verschmutzungen aus den Kleidungsstücken heraus. Könnte man aber auch ohne weiteres mal mit Schmuck und so weiter versuchen. Wäre vieles denkbar. Ultraschall ist völlig unschädlich für uns Menschen, aber natürlich hart dann entsprechend zu Verschmutzungen. Beim Camping auch, ich glaube, beim Wohnmobil auch. Ja. Also das ist wirklich genial. Und das ist so kompakt. Ich bin wirklich begeistert. Mehr brauchst du nicht. Nee, mehr braucht man echt nicht. Und ich bin auch wirklich begeistert von dem Preis. 15 Euro für Ihre tragbare Ultraschall-Mini-Waschmaschine. Und wir sehen es hier gerade, es ist auch super, gerade einfach mal um Schmuck wieder auf Vordermann zu bringen, sauber zu machen. Das soll ja auch wirklich schön aussehen. Brillen natürlich auch oder eben, wie gesagt, auch mal die Wäsche. Finde ich hervorragend. Die Bestellnummer ist die NX8409 und die 569. Gerade im Urlaub oder auch im Campingurlaub, finde ich, ist das wirklich ein Muss. Es passiert ja immer irgendwas und man kleckert mal so schnell. Und dann ärgert man sich jetzt einfach eben nicht mehr. Aber wir haben noch ein nächstes Produkt, das wollen wir natürlich auch nicht vorenthalten. Es schlägt wieder 15. So, Diana kommt jetzt mal mit einer interessanten Variante einer Kaffeekanne. Diana, du hast dir doch vor kurzem so eine wunderschöne neue Kaffee, also einen neuen Kaffee-Vollautomaten geleistet. Richtig. Oder? Ja.
Das heißt, du stellst die Taste drunter, drückst auf den Knopf und der fängt an, malt die Bohnen und so weiter. Das dauert schon. Das dauert. Wollte ich gerade sagen, wenn du jetzt Gäste hast, du hast mal 3, 4 Leute, die Familie oder was am Tisch sitzen und alle wollen Kaffee trinken. Weißt du, was passiert letztes Mal? Monika und Rebecca waren bei mir und extra. Die wollten Kaffee extra holen und dann meine Maschine sagt, entkalken. Und das war 45 Minuten. Ja, na super. Also wirklich, das war unangenehm für mich. Ich habe immer noch keinen Kaffee bekommen. Ich warte noch. Also. Aber auf jeden Fall, natürlich, wenn das ist mehrere Leute, dann das dauert. Und dann, wenn jeder Esther kriegt, dass sein Kaffee schon kalt, wenn letzter Kaffee bekommt. Also ich finde sowas wirklich genial. So. Und nicht nur für Kaffee, ja. Tee, kann auch Glühwein sein zum Beispiel. Das ist eine Pumpkanne sozusagen mit fast 2 Liter Fassungsvermögen, 1,9 Liter. So viel Zeit muss sein, reicht für ungefähr 14 Tassen Kaffee. Und wenn du jetzt vielleicht mal über Pfingsten oder was oder im Allgemeinen vielleicht auch mal Gäste eingeladen hast oder eben einfach gerne viel Kaffee trinkst, dann empfehle ich sowieso immer, bei größeren Mengen wird es auch günstiger, vielleicht eine ganz einfache Kaffeemaschine mal zu Hause hinzustellen. Setzt einen Kaffee auf und packst dir dann entsprechend hier oben rein. Ist denkbar einfach gemacht. Vor allen Dingen haben wir hier eine Edelstahlausführung, das heißt Lebensmittel echt und leicht auch zu säubern, wenn das dann irgendwann leer sein sollte oder Sie wollen es sauber machen, eben kurz mit ein bisschen Wasser durchspülen und dann ist es auch schon wieder gut. Auch zusammengebastelt ist das Ganze schnell. Einfach nur den Pumpaufsatz drauf, Deckel zu und jetzt einfach nur noch pumpen und dann können Sie den Kaffee jederzeit da rausholen. Wir kennen das alle bei größeren Versammlungen, bei größeren Menschenansammlungen speziell. Sportverein. Bei Sportvereinen zum Beispiel. Da bringen die lieben Mamis immer Kaffee mit. Ja, bei Tennis zum Beispiel. Kuchen, Kaffee, all sowas eben. Ja. Beim Tennis. Beim Tennisspielen wird das ja auch ganz gerne gewählt. Ja. Das Schöne ist, dass wir natürlich jetzt hier, ich sag mal, eine Kanne haben, die auch zuverlässig funktioniert. Warmgetränke bleiben ungefähr 12 Stunden oder Heißgetränke bleiben 12 Stunden heiß. Wow. Kaltgetränke können aber auch eingefüllt werden. Aha. Die bleiben sogar 24 Stunden gekühlt. Oh, super. Also da merkst du schon, wovon wir hier sprechen. Übrigens keine Angst, dass man es nicht anfassen kann. Gerade bei einem heißen Kaffee, bei einem Glühwein oder bei irgendwelchen anderen Heißgetränken ist das hier eine Cool-Touch-Oberfläche. Das heißt, Sie können jederzeit die Kanne anfassen und transportieren können Sie sie auch, weil oben auch ganz einfach mal hier ein Henkel dran ist. Nicht an Diana, sondern an der Kanne. Ja, also wirklich genial. Und wie viel Liter passt das rein? Versuchst du abzulenken. Seit Tasten 3? 1,9 Liter oder 14 Tassen. Das ist schon vernünftig. Schon eine ganze Menge, super, oder? Super, ja. Wir kennen das, glaube ich, alle. Also auch wenn du mal irgendwo unterwegs bist, bist du draußen, bist beim Camping oder was, dann machst du dir moins, machst dir eine Kanne Kaffee fertig, kippst den da rein und kannst dann tagsüber ganz einfach hier durchdrücken. Jederzeit eine Tasse Kaffee rausnehmen. Sehr, sehr schön. Oder für Arbeit auch bei uns hier. Wie viele Tasse Kaffee trinkt ihr nur bei Männern? 3, 4 beim Tag verteilt bestimmt. Ja, ich glaube mehr. Der Ralf ist der Kaffeetrinker. Ich trinke 2. Dafür trinke ich morgens 3 oder 4. Also ich denke mal, hiermit kommen Sie wirklich lange hin. 1,9 Liter passen hier rein, das ist fantastisch. Bestellen Sie sich doch jetzt hier direkt für nur 15 Euro Ihre eigene Edelstahlpumpe, Vakuum-Isolierkanne, dann haben Sie eben immer warme Getränke oder, was ich auch super finde jetzt für die Jahreszeit, eben auch kalte Getränke, das ist auch wirklich fantastisch. Die Bestellnummer, die NC 2338 und die 569. Ja, und auf das nächste freue ich mich schon extrem. Es schlägt wieder 15. So, da kommt unsere kleine Nachwuchssängerin hier bei Pearl TV mit unserem Karaoke-Mikrofon. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal Karaoke gemacht haben. Ich finde es großartig. Ich bin mit Ralf übrigens vor kurzem mal extra nach Paderborn gefahren. Da gibt es so einen Irish Pub, die machen freitags oder samstags machen die immer Karaoke. Ja, und so ein Karaoke-Mikrofon ist natürlich mal eine coole. Ich war mit Ralf in Göttingen bei Karaoke. Super Effekt, warte mal. So, pass auf, ein bisschen leiser machen. So, Achtung. 1, 2, 1. Was ist denn los hier? Ist der Akku leer oder was? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Moment. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu nah dran. 1, 1, 1, 1. Okay, ich habe einen schönen Effekt vorbereitet, verdammt nochmal. So, warte mal, ich mache nochmal an, denn wenn wir natürlich jetzt hier von Karaoke sprechen, dann wäre es natürlich zu banal, wenn ich jetzt einfach nur Hallo, Hallo machen würde. Ich habe da mal ein bisschen was vorbereitet und ich brauche meine 2 Background-Sängerinnen. Ja. Ihr kennt Helene Fischer? Ja. Atemlos. Ja, klar. Ihr wisst immer, oh, oh, oh.
Das ist euer Part. Okay. So, pass auf, ich mache Folgendes. Jetzt verbinde ich mal das Karaoke-Mikrofon mit meinem Smartphone. Wo haben wir das? Ist schon verbunden. Mit so, und jetzt, also, Moment, hoffentlich läuft es jetzt. Ja, oh. So, ihr müsst oh, 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 oh machen, ja? Okay. Ziehen durch die Straße. Ich glaube, der Akku ist leer. Lernen. Der Akku ist leer. Schade. Hätte ich gerne gezeigt, ja, allen Ernstes. Das Schöne ist, Sie kriegen natürlich bei YouTube und so weiter, kriegen Sie die ganzen Karaoke-Versionen. Das heißt, hier haben Sie quasi eine A Cappella-Variante von Atemlos. Ich hätte sogar mal euer O-O gehört. Ja. Oh. Und dann können Sie natürlich damit mitsingen. Das gibt mehr oder weniger von jedem einzelnen Song, ich will nicht sagen weltweit, aber doch von vielen Songs. Und so macht das natürlich richtig Spaß. Schade. Vielleicht möchte das Mikrofon wirklich uns was Gutes tun, dass nicht alle abschalten. Ja, wer weiß. Ja, wahrscheinlich. Ob das Fluch oder Segen ist, das muss jetzt jeder für sich entscheiden. Ja? Aber das ist auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Ich mag auch nicht gern Karaoke singen. So wie dein, ne? Er will nicht. Wahrscheinlich besser für unsere Zuschauer auch. Im Kinderzimmer, ich habe so viel gesungen. Echt? Ja, ich hatte auch ein richtiges Mikrofon mit Verstärker. Das ist eine coole Angelegenheit. Wenn es aufgeladen ist, funktioniert es hervorragend. Ich habe wahrscheinlich eben ein bisschen zu viel getestet. Ja. Man muss sich ja schon so ein bisschen einsingen, ne, vor großem Publikum. Das Schöne ist, Sie können alles einstellen, die Höhen, die Bässe. Sie können den Hall rausnehmen oder reinpacken. Sie können die Musik lauter und leiser machen. Funktioniert natürlich auch ohne Kopplung mit einem Bluetooth-fähigen Gerät. Würde auch mit einem Laptop hervorragend funktionieren. Und vor allen Dingen ist das Ganze komplett kabellos. Und so ein bisschen Hall ist natürlich ebenfalls mit drin. Ich glaube, so kleine Dinger gehen noch hier. So, hier kommt nämlich auch die Musik jetzt hier gerade aus den Lautsprechern raus. Und sobald ich jetzt wieder anfange zu singen, ist vorbei. Das was? Ich kann mittendrin kann ich jetzt nicht. Nee, der will nicht. Er möchte uns verschonen. Ja, ich glaube, das ist, ob das Fluch oder Segen war, das entscheiden Sie, wenn Sie mich einmal haben singen hören. Aber das ist wirklich cool. Aber es macht unglaublichen Spaß. Ja? Denken Sie doch bitte dran, beim nächsten Mal aufzuladen. Für nur 15 Euro können Sie jetzt hier Ihre eigene Karaoke zu Hause starten mit Ihrem Karaoke-Mikrofon. Das ist wirklich super cool, allein auch mit den Effekten und natürlich, dass man hier auch einfach das Handy mit verbinden kann. Bestellen Sie gerne mit der ZX17, 13 und der 569. Das ist ein Riesenspaß, egal ob groß und klein. Vielleicht auch gleich mehrfach zugreifen, bis zu 5-mal dürfen Sie bestellen. Das ist bestimmt auch fantastisch, wenn dann jeder so sein Mikrofon hat. Das wird bestimmt sehr, sehr lustig. Aber was natürlich auch richtig toll ist, gerade bei dieser Jahreszeit, ist Picknick zu machen. Und da haben wir jetzt auch was super Tolles für Sie. Es schlägt wieder 50. So, mal Lust auf ein schönes Picknick in der freien Natur. Aber doch bitte nicht, wenn Sie Picknick machen, nicht mit Pappbechern oder mit irgendwelchen Plastikbechern oder sowas. Mhm. Ja, das muss auch ein bisschen stilvoller sein. Ganz kurz vorweg noch, das ist natürlich ein besonderer Artikel jetzt hier in unserer Sendung und deswegen auch unser Preisalarm. Das heißt, hier bitte nur einmal pro Besteller zugreifen. Aber das ist ein Mega-Schnapper, den ich mir an Ihrer Stelle nicht entgehen lassen würde. Ein Rucksack. Dementsprechend leicht ist der Inhalt zu transportieren. Jetzt guck dir das mal an. Wow. Das ist eine komplette Camping-Ausstattung, eine Picknick-Ausstattung quasi. Okay, wir gehen jetzt Für zwei Personen, ja, mit Tellern, Monika, mit Servietten, mit Gläsern, mit Salz- und Pfefferstreuer und sogar mit Besteck. Sogar ein Flaschenöffner. Hast du Flasche genommen? Hast du Flasche genommen, Monika? Du hattest eine Aufgabe. Du hast Dutzende davon in der Maske stehen. Ja, Salz, Pfeffer. So. Dann haben wir zwei Teller. Ja. So, ja. Dann, das ist für Sie, das, ich kenne Sie. So, damit du nicht kleckerst. Naja, zur Not habe ich auch die Waschmaschine von vorhin. Ah, stimmt. Ja. So, aber du hast recht. So, ja. Ist der Tischdecke hier. Also ein bisschen Platz für was zu essen wäre natürlich vorne auch noch möglich gewesen, aber Sie möchten vielleicht auch ganz einfach mal das, was Sie mitnehmen möchten, kühl halten. Dann haben Sie nämlich hier in diesem Rucksack im hinteren Teil noch ein schönes, großes Kühlfach. Moment. Einfach aufmachen, wenn Sie jetzt hier beispielsweise gekühlte Getränke mitnehmen möchten, passen die hier hinten. Also auch noch in den Rucksack rein und Sie bleiben auch entsprechend gekühlt. Mein Tipp, Sie packen sich am besten noch so einen. Das ist Flasche. Du kannst aus Flasche trinken. Cheers! Cheers! Auch ein lustigen Karaoke-Abend. Auf diesen schönen Picknick. Verstehe nicht. Die Mädels. Auf gute Karaoke. Ja. Sei,
Sei froh, dass das nicht funktioniert hat. Also hier Steak, ne? So. Mhm. Mit Butter. Aber ist das richtige Steak oder ja. ist das Gemüsesteak? Aus Tofu, so. Ja. Klar. Aus Tofu, oh nee. Was ist denn hier los? Und? Mm. Medium. Medium, ja. Aber nicht alles auf einmal. Jetzt hast du den Brokkoli schon probiert. Ach so, Moment. Ich teile, guck mal, sehr gerne. Mhm. Mhm, dankeschön. So, kannst du salzigen? Das ist Zucker drehen. Übrigens. Mhm. Oh ja. Ach, so. Das ist Zucker? Ja. So. Und das ist Chili. Ich weiß nicht, was das ist. Ey, ich möchte Salz. Das ist okay. Jetzt Salz. Jetzt das ist Salz. Kennst du das Gefühl, wenn man sich so komplett überflüssig fühlt? Ja. Wenn du so daneben sitzt und guckst dir das Spektakel an, ja? Ist wie alleine Fernsehen. Guck mal, für dich auch Flasche Bier haben wir genommen. Psch. Aha, ist kein Bier oder was? Und guck mal, wir haben auch kleine Messer hier. Also da ist wirklich alles dabei, was Sie benötigen. Also ich bin wirklich begeistert, auch wenn Sie möchten so ein bisschen spontan einen romantischen Abend machen, nach der Arbeit, einfach Sie holen Ihre Frauen ab und dann fahren so in einem... So, sagen wir, schönen Platz. Also, ich finde das wirklich schön. Oh. Wir sind ja, hier. Wir sind bei Pearl TV, das ist uns völlig normal, liebe Zuschauer. Allerdings ja. nicht der Preis. 33 Euro bei den Kollegen von Pearl.de. 15 Euro aktuell bei uns mit dem Preisalarm nur einmal pro Besteller. Aber so eine schöne Grundausstattung. Das ist wirklich hervorragend. Gerade jetzt ist es doch wieder Frühlingszeit, der Sommer steht vor der Tür. Da gibt es nichts Schöneres, als ein Picknick zu machen. Vielleicht auch mit dem Fahrrad unterwegs zu sein und dann einfach mal irgendwie auf einer Wiese oder so sich platzieren. Und hier haben sie wirklich alles mit dabei. Ich fand das richtig, richtig toll. Für 15 Euro, aber es ist der Preisalarm, deshalb hier maximal einmal pro Besteller zugreifen. Mit der NC 70, 23 und der 569. Und wir bleiben mal bei dem Thema Frühling und Garten. Es schlägt nochmal 15. So, ein Diana-Freizeit-Kletterbaum. Eine Rankhilfe. Habt ihr schon mal selbst gezüchtete Tomaten probiert? Ja. Himmlisch. Das ist lecker. Ein ganz anderes Kaliber, finde ich, als die gekauft wird. Und gerade in den Wintermonaten kriegst du ja sowieso nur die wässrigen irgendwo aus dem Gewächshaus oder sowas. Aber ich sag mal, selber Tomaten züchten ist natürlich ein absolutes Highlight, weil die schmecken ganz anders. Ja. Du weißt, was drin ist, du weißt, dass keine Pestizide draufgesprüht worden sind oder sonst was. Du kannst mitunter die Tomaten nehmen und reinbeißen wie einen Apfel, so lecker sind die. Nur Tomaten sind Rankpflanzen, das wissen Sie, die wachsen in die Höhe. Wenn sie auf dem Boden wachsen und keine Rankhilfe haben, dann ist es schon mal schnell so, dass sie ganz einfach auch mal verfaulen, weil sie ganz einfach übereinander liegen. Und deswegen möchten wir Ihnen ganz gerne diese Rankhilfe hier mit anbieten. Und da ist also richtig Platz, um mal ordentlich Tomaten zu züchten. Knapp 1,50 Meter hoch für fast 11 Liter Pflanzenerde, die hier unten reinpassen. Und sogar noch ein separater Tank für bis zu 2,5 Liter Wasser ist unten mit drin. Also ganz einfach nur Erde reinfüllen, quasi die Tomatensamen rein. Und diese Ranken von den Tomaten, die finden ihren Weg in diese Rankhilfe hoch. Und man glaubt gar nicht, wenn man es einigermaßen gewissenhaft macht, vielleicht noch ein bisschen in die Sonne stellt oder was, so ein bisschen auf Wetter achtet, wie unglaublich schnell Tomaten wachsen können, wie lecker die schmecken und wie viele Tomaten man im Allgemeinen daraus bekommt. Das ist großartig. So manch einer bastelt sich da diese Gestelle und so weiter, die man mitunter im Baumarkt kaufen kann. Aber das ist doch mal eine richtig coole Angelegenheit. Und ich finde es immer schön, selber mal ein bisschen was zu züchten. Das war früher in der Schule, war es vielleicht mal die Kresse, da haben wir also auch mal gebannt drauf geschaut, wie sowas wächst. Heutzutage stellt man sich vielleicht auch mal die Töpfchen hier mit Basilikum oder Rosmarin oder sowas dahin. Kannst du natürlich auch selber machen, aber ich sag mal, Tomaten selber setzen, ist doch jetzt mal eine coole Angelegenheit. Brauchst du nicht mal einen Garten für oder ein Beet oder sowas, das kannst du dir auch mal auf den Balkon stellen. Zum Beispiel bei mir, ich habe auch einen kleinen Balkon, ich möchte auch so schöne Tomaten essen, ich möchte die auch machen, aber ich habe keinen Platz. Das ist wirklich perfekt und dann einfach so gute Tomaten mit Burrata oder so mit Käse, so einen Salat machen. Ich liebe sowas mit Basilikum. Also wirklich toll. Ich finde auch, dass normale Tomaten jetzt im Laden, sie kriegen wirklich, sie haben einfach keinen Geschmack. Das ist nur so Wassergefühl. Und die Geschmack haben, da zahlst du für 300 Gramm 4,49 Euro für oder so Scherze. Mhm. Da bin ich ja schon ein paar Mal dran vor. Ich habe bestimmt keinen Igel in der Tasche, wenn es um Essen geht, aber bei den Preisen aktuell, da muss ich mir also wirklich überlegen, ob ich es jetzt unbedingt so zwingend brauche. Wenn Sie es auch satt sind, unglaublich viel Geld für ein paar
blöde Tomaten auszugeben, dann züchten Sie sie doch ganz einfach selber. Ja. Und das, dafür brauchen Sie eine vernünftige Rankhilfe, damit es eben auch funktioniert. Das ist richtige Zeit jetzt, ne? Jetzt so langsam solltest du aussehen, ja. Deshalb greifen Sie jetzt zu für nur 15 Euro, vielleicht auch gleich mehrfach bestellen. Bis zu 5-mal dürfen Sie gerne zugreifen. Und wenn Ihnen was gefällt, bitte sofort anrufen, natürlich unter der kostenfreien Telefonnummer, selbstverständlich. Die Bestellnummer für diesen Pflanzturm, die Rankhilfe für Tomaten, ist die NX 3156 und die 569. Aber wir sind noch lange nicht am Ende. Es geht direkt weiter mit dem nächsten Highlight. Es schlägt wieder 15. Bevor es gleich im Eifer des Gefechts untergeht, sage ich es besser im Vorfeld. Sie bekommen jetzt 2 Stück von dem nächsten Artikel. Genau. Und Sie dürfen jetzt auch gerne wieder bis zu 5-mal pro Besteller zugreifen. Wow. Ein Doppelset sozusagen von elektronischen USB-Feuerzeugen. Das heißt, die haben kein Feuerzeug-Benzin, kein Feuerzeug-Gas, sondern werden ganz einfach elektronisch betrieben. Dementsprechend leicht kann man sie wieder aufladen, einfach nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel und einem Netzteil mit der Steckdose verbinden. Und dann haben Sie sie auch schon wieder aufgeladen. Das Schöne ist, dass sie zum einen richtig klasse aussehen, zum anderen natürlich eine unglaubliche Materialqualität mitbringen, das Vollmetall, was wir hier anbieten dürfen. Und sie funktionieren mehr oder weniger mit Garantie eigentlich immer, auch bei Wind und Wetter. Denn dieser doppelte Lichtbogen ist mehr oder weniger unempfindlich gegen Feuchtigkeit und ganz besonders auch gegen Wind. Ist ähnlich wie so ein Sturmfeuerzeug. Hast du mal aufgeklappt? Das ist auch das ein cooler Move, ne? Ja. Hören Sie das? Das ist was ganz anderes als so ein piefiges Einwegfeuerzeug irgendwo aus dem Supermarkt, oder? Das ist schon was ganz Besonderes. Ich glaube nicht, dass Sie den Lichtbogen jetzt hier den doppelten auf die Entfernung sehen können. Aber es ist eine richtig coole Angelegenheit. Wie gesagt, 2 Stück davon. Vielleicht einen für Sie, einen für ihn. Und das Schöne ist, und deswegen hatte ich sie in der Verpackung gelassen, Sie bekommen natürlich auch eine schöne Geschenkebox mit dazu, die einfach nur klasse aussieht. Wir haben sie in unterschiedlichen Farbgebungen. Ich persönlich mag diese Anthrazit-schwarze Farbe am liebsten. Und wenn Sie jetzt noch einen draufsetzen möchten, dann können Sie so ein Feuerzeug natürlich auch mal personalisieren, wie man so schön sagt, so wie Diana das mal gemacht hat. Ja. Ja, habe ich immer noch in Ehren. Und das ganz einfach mal gravieren lassen. Einen Jahrestag oder den Hochzeitstag rein, den Namen vom Partner oder von der Partnerin. Und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Reicht für ungefähr 200 Zündungen, wenn Sie es einmal komplett hochgeladen haben. Und ich glaube, so etwas hier hat man gerne mal in der Tasche. So etwas legt man auch gerne mal auf den Tisch. Ich habe schon die wildesten Kombinationen an Einwegfeuerzeugen gesehen. In der Regel rot, grün, blau, gelb oder mit einem Palmenmuster oder Blumenmuster drauf. Mögen vielleicht praktisch sein, aber schön sind sie nicht unbedingt. Das hier ist, glaube ich, ein ganz anderes Kaliber. Wie gefällt es dir, Monika? Gefällt mir sehr gut. Allein schon die Farbe schwarz. Und ich finde, es sieht auch viel, viel besser aus als so ein ganz normales Feuerzeug. Und das geht eben immer an, egal ob es auch mal stürmt draußen oder so, weil wir hier eben diesen Lichtbogen haben. Gefällt mir gut. Und vor allem das Zweierset für 15 Euro, das ist super. Also vielleicht auch gerne zum Verschenken hier direkt bestellen. Bis zu 5-mal dürfen Sie ja auch gerne zugreifen. Also 5-mal dann quasi das Zweierset. Was du auch gesagt hast mit dem Gravieren, finde ich auch toll. Mhm. Das ist eine coole Angelegenheit. Super Geschenkidee. Das macht es ein bisschen individueller. Vielleicht möchte man auch gegenseitig den Namen vom Partner oder sowas eingravieren. Ist ja kein Muss. Ja, müssen sie ja nicht unbedingt. Die sehen auch so schon klasse aus. Aber man kann sie eben ein Stück weit individualisieren. Und vor allem müssen sie nicht mit irgendeinem Feuerzeug, Gas oder noch schneller mit so einem stinkigen Feuerzeug, Benzin oder was rumhantieren. Das können Sie ganz einfach an der nächstbesten Steckdose wieder aufladen. Und aufgeladen reicht das hier für ungefähr 200 Zündungen. Übrigens, entgegen der landläufigen Meinung, kannst du ohne weiteres damit auch Kerzen anmachen. Geht alles. Ja, auch richtiges Feuer erzeugen. Ja. Auch das super schnell. Ich bin auch der Meinung, das geht wirklich viel schneller als mit einer richtigen Flamme. Deshalb greifen Sie jetzt hierzu bei diesem Lichtbogenfeuerzeug mit der NC7932 und der 569 zu bestellen. Und wir schauen mal, wie es weitergeht. Es schlägt nochmal 15. Ja, jetzt kommen wir mal auf ein Thema zu sprechen, was vielleicht dem einen oder anderen etwas unangenehm ist, was aber, und das möchte ich gleich dazu sagen, in der Regel völlig normal ist. Dass man eben schon mal Lebensmittel im Kühlschrank hat, die ein bisschen müffeln, ist, glaube ich, normal. Mhm. Mein Paradebeispiel ist da mal so ein leckeres Stück Camembert. Schmeckt hervorragend, aber wenn Sie die Kühlschranktür aufmachen, haben Sie das Gefühl, da ist irgendetwas gestorben und längst verwest.
Ja, so. Möchte man nicht unbedingt haben. Gleiches gilt vielleicht für die Knoblauchzehe, für die halbe, die Sie gestern Abend beim Kochen nicht verwendet haben. Oder für die Zwiebel, die vielleicht auch noch übrig geblieben ist. Das sind alles Gerüche, die vielleicht hier beim Essen oder was ganz angenehm sind. Aber später im Kühlschrank muss das nicht unbedingt sein. Außerdem hat jeder von uns früher oder später Keime und Bakterien im Kühlschrank. Jetzt haben wir hier ein Gerät, mit dem Sie all das mehr oder weniger verhindern können. Das heißt, unangenehme Gerüche aus Ihrem Kühlschrank verbannen können. Ganz einfach, weil Sie die Geruchsmoleküle in ganz einfache Atome aufspalten. Das passiert vollautomatisch, werden Sie nicht merken. Nur doch, den Unterschied werden Sie merken, weil Sie es eben nicht mehr riechen können. Und gleichzeitig verhindern diese Kühlschrank, wie nennt man sie, Ozongeneratoren natürlich auch die Bildung von Keimen und von Bakterien, was natürlich gleichzeitig dann zur Folge hat, dass Lebensmittel auch mal länger haltbar bleiben. 600 Liter Fassungsvermögen darf so ein Kühlschrank haben. Ich behaupte mal, wenn 650 oder 700 Liter Fassungsvermögen sind, ein größerer Kühlschrank, wird das auch keinen nennenswerten Unterschied machen. Und Ihr Vorteil zu Hause ist ganz klar, einfach nur aufladen, das ist ein akkubetriebenes Gerät. 15 Tage hält der Akku hier zur vollen Zufriedenheit. Dann einfach nur reinlegen oder mit dem Clip irgendwo an die Tür ranhängen oder überall dorthin platzieren, wo Platz ist, einschalten und alles andere passiert automatisch. Probieren Sie es mal aus. Man kennt das auch aus klassischen Räumen. Da gibt es auch diese Luftreiniger und so weiter, diese Ionisatoren, die also auch mal Gerüche und so weiter aus Räumlichkeiten rausnehmen können. Das ist im Prinzip nichts anderes. Jetzt reden wir die ganze Zeit von Kühlschränken. Denkbar wäre natürlich auch mal der Einsatz zum Beispiel in einer Vorratskammer. Auch da riecht es vielleicht mal ein bisschen muffig in einem etwas kleineren Kellerraum oder beispielsweise mal im Auto. Wenn Sie im Auto mal eine geraucht haben, dann wissen Sie, dass das müffeln kann. Auch da mal über Nacht mal so einen Ozongenerator reingelegt. Dann ist dieser Geruch mehr oder weniger am nächsten Tag verschwunden. Unglaublich praktisch und die 15 Euro sind wirklich gut investiertes Geld. Ich habe ähnliche Gerätschaften selber getestet und es funktioniert. Ja, das finde ich wirklich hervorragend, denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man natürlich so ein leckeres Stück Käse oder was auch immer, vielleicht auch Fisch im Kühlschrank hat oder die Kühlschranktür aufmacht und man fällt fast um, weil es einfach so dolle riecht oder eher gesagt auch stinkt. Das können Sie damit wirklich vermeiden und das finde ich wirklich klasse. Für 15 Euro zu bestellen mit der ZX6469 und natürlich der 569. Und wir sind auch schon fast am Ende. Aber ein letztes Highlight haben wir noch für Sie. Es schlägt das letzte Mal 15. So den einen oder anderen Müllfetzen haben wir natürlich alle mal. Ja, aber du willst ja gerade, wenn du jetzt irgendwo am Tisch sitzt oder sowas und dein Ei gepellt hast. Was ist los? Weil das ist... Hast du schon eingeschaltet? Noch nicht, aber ich meine nur, dass es mit keine Fingerabdrücke. Ach so, weil es Edelstahl ist? Das sieht schön aus, ja. Weil es sieht schön aus. Also gucken, aber nicht anfassen. Richtig. Ja? Das Schöne immer. Ist, du musst das auch gar nicht, du musst das auch gar nicht anfassen. Ja? Doch einmal musst du es anfassen zum Einschalten. Moment, machen wir so. Das ist Teleshopping, alles muss super aussehen. Moment. Da oben. Auf dem dicken Knubbel ist so ein kleiner Schalter an der Seite. So, pass auf. Hier. Zack. So, jetzt pass auf. So, und jetzt kommt der eigentliche Effekt. Das ist ein kleiner Mülleimer, ein kleiner Tischmülleimer, den man zum Öffnen und zum Schließen nicht mehr anfassen muss. Da ist ein kleiner Sensor vorne drin. Und sobald Sie jetzt hier mit der Hand oder mit einem anderen Körperteil den Sensor vorbeigehen, öffnet sich automatisch die Klappe. Und es gibt natürlich ganz jetzt Möglichkeiten, die man vielleicht so gar nicht kannte. Man kennt das aus Hotels, die ganzen Tischmülleimer oder was mit diesen Klappdingen da oder was. Ja. Du weißt ja nie, wer die Dinger vorher angefasst hat oder was da reingeworfen worden ist. Also Hygiene sieht für mich persönlich anders aus. Mhm. Du bist im Badezimmer und hast mal so diese Abschminkpads oder was oder Wattepads oder Wattestäbchen oder sowas, die ein bisschen angesutscht sind. Die möchtest du jetzt auch ganz einfach mal im besten Fall berührungslos entsorgen bzw. mal wegschmeißen. Der Kollege Roman hier ist eine kleine Naschkatze. Mhm. Der mümmelt doch gleich diese ganzen Schokobons, glaube ich, oder so, ne? War das ein Taschentuch? Ja, das war ein Nein, das war ein Stück Papier. Also. Das war ein Stück Papier. So, jetzt kommen die Schokobons. Das könnte ich sein, ja? Also ein Mülleimer mit einem Sensor, den man nicht anfassen muss, finde ich großartig. Und das auch noch in dieser Getränkedosen-Optik. Ja. Das Ganze aus Edelstahl, hochglanz poliert, eine richtig coole Angelegenheit. Kommen zwei Batterien rein, halten ewig und du musst es nicht mehr anfassen. Ja, das ist ein richtiges Highlight, auch gerade mal für Kinder, die vielleicht auch nicht so gerne aufräumen oder ihren Müll nicht so gerne wegschmeißen.
oder auch für meinen Freund. Der macht das dann hiermit bestimmt auch gerne, weil es einfach cool aussieht. Bestellen Sie gerne mit der Bestellnummer der NC 3375 und der 569. Viel Spaß damit.